Nerd Podcast. So, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Just Drinking Podcast, zu einem neuen Nerd Talk. Und ja, neue Runde. Letztes Mal war es eine Männerrunde. Diesmal kommt mein fast Stammgast wieder, denn sie ist wieder da. Sie ist wieder hier, um mit mir über Filme, Serien und ganz viel Gaming zu sprechen. Die liebe Frau Zockersuth ist wieder da. Hallo Nadine, grüß dich. Hallöchen, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, ich freue mich sehr. Und du hast ganz viel mitgemacht. Wir haben gerade schon vorher gesprochen. Du hast einen Film-Serien-Marathon gemacht. Mhm. Also da ist ganz viel dabei. Und du hast ja auch einiges gespielt. Gerade bei dir im Stream. Oh Gott, ja. Ja, auch wieder. Ja, dann gucken wir doch einfach mal, wo wir losgehen. Wir haben ja eigentlich gesagt, unser Plan war ja, uns Anfang des Jahres zu treffen. Da haben wir es irgendwie, ich weiß gar nicht mehr warum, wir haben es irgendwie nicht geschafft. Jetzt treffen wir uns halt im Februar und haben umso mehr zu erzählen. Ja. Du hast jetzt gesagt, du hast so den Übergang genutzt, um mal zur Ruhe zu kommen, Sachen zu planen und Filme, Serien, Marathon zu machen. Genau, also ja klar, zwischen den Jahren muss man sich auch die Zeit nehmen, ne? Ja, das stimmt. Ja. Und da gab es einiges, was liegen geblieben ist an Filme und Serien. Und ich habe ja auch zum Ende des Jahres endlich mal Supernatural fertig geschaut, die Serie. Ja, und dann war natürlich Platz für neue Filme, neue Serien und ja. Womit hast du denn gestartet? Ich weiß gar nicht, mit was ich gestartet habe, aber doch, ich glaube, ich hab hier nämlich meinen Plan offen. Ich habe nämlich mir Notizen gemacht. Ah, sehr ich habe zum Beispiel den neuen Flash geguckt. Ah, okay. Und wie fandest du ihn? Den fand ich gut. Also ich wusste zuerst nicht, wie ich mit dem Schauspieler und mit der ganzen Story umgehe, aber den fand ich nicht schlecht. Also die haben den, also ich finde halt das total lustig, wenn man sich mal überlegt, früher waren die Filme so düster, so wenn man so Dark Knight sieht und es war alles so düster und die Superheldenfilme, die waren einfach, das war einfach so, boah. Und heute ist so dieses, ist immer so ein bisschen Humor mit drin, vielleicht auch, dass man auch das jüngere Publikum mit reinnimmt. Aber du hast immer so einen kleinen Schmunzler irgendwie so dabei, ne? Und bei Flash halt auch. Also cooler Charakter einfach. Ja, das ist doch schön, dass das zumindest so ist. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich hatte den, das war einer von den Filmen, den wir im Kino hätten gucken können. Nicht im Kino, im Flugzeug hätten gucken können. Aber auf dem kleinen Flugzeugmonitor war das, glaube ich, nicht die beste Idee, den zu gucken, deswegen. Ja. Ja, nee, da kannst du dir vielleicht eine Schnulze mal anschauen. Ja, wir haben Wally geguckt im Flugzeug. Oh, auch schön, ja. Ja, das ging auch ganz gut. Und der hat auch wieder Spaß gemacht, weil der macht auch immer wieder Spaß. Ist echt ein toller Film. Ja, ja. The Flash wurde so zerlegt mit den Effekten. Wie fandest du denn die CGI-Effekte im Film? Ja gut, ich bin jetzt nicht so ein Profi. Gut, ich liebe Filme, aber ich zerleg das nicht. Also ich fand das super, super schön, weil Flash kann ja auch dann, der ist ja so schnell, in dem Moment denkst du, die Zeit bleibt stehen und es war teilweise schon sehr amüsant, wie er sich da durchbewegt, weil er so ein bisschen unbeholfen halt auch dargestellt wird. Ja. Also ich fand's schön. Ich muss den echt noch gucken. Ich weiß gar nicht, wo läuft der denn überhaupt? Wo kann man den überhaupt sehen? Ich hatte mal gesehen Wow. Ich glaube, der kam auf Sky. Ja, das ist genau, bei Wow, dann bei, das heißt ja diese komische App von denen. Wo sich immer alle fragen, wow, was ist das? Du musst immer wieder sagen, das ist das ehemalige Sky Ticket. Mhm. Warum die den Namen nicht einfach gelassen haben, verstehe ich auch nicht. Ja, naja, das muss immer wieder mal neu erfunden werden, irgendwie, ne? Ja, das ist wohl wahr. Hast du denn noch irgendwas aus dem Superhelden-Genre geguckt, neben Flash? Oh ja. Oh Gott, also ich hab eine relativ große Liste. Soll ich einfach mal raushauen alles, oder? Ja, hau mal raus, bin mal gespannt. Okay, also überhaupt Superhelden auch ist dabei natürlich, aber ich habe mich besonders gerne wieder auf Scream gefreut. Ich feiere auch die neuen Schauspieler, die in Scream mitmachen. Mhm. Die alten machen ja auch trotzdem mit, aber der neue Scream, den habe ich noch nicht geguckt, den haben wir auch zusammen gesehen, der ist also auch nicht schlecht. Der sechste jetzt, meinst du? Der ganz genau, neue? Den letzten auch, ja. Okay. Genau, Dune haben wir mal geguckt. Und? Lost City ist auch eines meiner Lieblingsfilme geworden, vom ersten Augenblick an, weil du so viel lachen musst und wer liebt sie nicht? Ne? Lost City, war das der mit Sandra Bullock, der neue? Also neue, schon älter. Ja. Sandra Bullock und Shannon Tatum? Shannon Tatum. Oh Gott, hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen. Ich weiß genau. Nicht so gut. Ja, der war wirklich lustig, das stimmt. Den haben wir auch mal geguckt. Ich glaube, der haben wir uns bei Prime mal geliehen oder so. Mhm.
Ich finde den so Überraschend lustig. gut. Und dann die Nebenrolle von Brad Pitt, ich finde den so Ja. mega. Also ich wusste immer, Muss auch ja. sagen, Brad Pitt kann das auch echt gut so Nebenrollen darstellen, ne? Ja. Ist Ich fand den unheimlich interessant. mega. Und Dann habe ich Harry natürlich, Potter war ja. dabei. Ja, auch ein Hammer-Schauspieler. Ja. Ich finde das so krass, wie der sich da rausgeputzt hat. Auch, es ist ja mega schwierig, ne, Ja, wenn du in so eine total. Rolle reingeboren wirst. Aber der hat es einfach drauf. Der kann Schauspieler, ne? Richtig, vollkommen. Der hat sich so super entwickelt, auch immer weiter. Also ich bin echt Ja. gespannt, was von dem noch alles kommt. Ja, erzähl Ja. weiter. Ich bin gespannt. Die Mumie, eines meiner Lieblingsfilme, Oh, haben wir auch Brendan Fraser. geguckt. Ich liebe es. Die Mumie muss immer wieder sein. Batman vs. Superman, ich war total heiß, mal wieder so einen schönen Superman-Film oder Batman-Film zu gucken. Superman sowieso, also Henry Cavill, ich finde den einfach mega. Ja, ist auch. Schade, dass er die Rolle Und nicht mehr weiterspielt. ja. Haben aber, glaube ich, also ich vom Äußeren passt der neue Superman ganz gut, finde ich. Man muss halt jetzt nur noch gucken, wie gut er schauspielern kann. Ich habe jetzt nur Bilder gesehen. Ja, aber ist halt so, ne? Ich glaube, noch, ich sage jetzt mal, ist es noch mehr mit Henry Cavill und den Witcher, ne? Dass man da ein Ach, bisschen ja. dem Ganzen hinterher heult. Ja, aber da Ja. ist es ja noch schlimmer, dass die ja nicht nur, dass er als Schauspieler rausgeht, sondern dass die Ja. Serie auch gefühlt von Staffel zu Staffel schlechter wird. Ja. Ja, das ist ja genau das, dass er das jetzt aber auch anscheinend ja durchzieht, weil er ist ja selber, er spielt selber gerne Games und er ist deswegen ja der Schauspieler geworden zu Witcher und alles. Und wenn man dann sieht, dass man da seine Serie dreht und den tollen Charakter, aber das ist gar nicht er, das ist schon krass. Ja, Und wenn er also. dann selbst sagt, okay, will ich nicht mehr so spielen und ja, Ja, dann ist ist es schade, so, ne? ne? Aber er soll ja in einer Warhammer-Serie arbeiten. Oh, Weil der das auch so gerne okay. mag und da ist er auch mit eingestiegen. Mal gucken, habe ich lange nichts mehr von gehört. Aber das war zumindest der letzte Stand, dass da was kommen soll. Ich guck mal kurz, was so in seiner Liste steht, was noch so kommt. Also er soll im neuen Highlander mitspielen, sehe ich gerade. Das Ja, Spannend. auch so gut. Und dann sind wir halt mega gespannt darauf. Spielt der, also wird das ein Remake? Wird das irgendwie Ja. nachgedreht? Wird das genau dasselbe oder wird das eine neue Story? Aber da Ich kann ich auch mir den auch gespannt, super gut ja. vorstellen, ne? Ja, ich auch. Ich frage mich natürlich, welche Rolle er macht. Ist der dann wirklich der Highlander selbst oder ist der ein. Ja, der soll ja die Hauptrolle sein. Ne? Wahrscheinlich wird er auch den Highlander spielen. Ich bin echt gespannt. Da ist das ja auch mal viel früher, die Highlander-Geschichte. Also nicht diese in der aktuellen Zeit oder so, die man in der Serie hatte. Sondern vielleicht ist es ja mal eine Geschichte, die in der Vergangenheit spielt, noch weiter. Ja, Ich mal bin gucken. sehr gespannt drauf, ja. Ja, Henry Cavill ist, glaube ich, mit Abstand einer der besten Schauspieler, der aktuellen Schauspieler, die wir so haben. Hat halt nur ein bisschen Pech teilweise mit seinen Projekten. Ich fand von ihm total Ja. gut. Der hat ja auch in Nola Holmes-Filmen den Sherlock Holmes gespielt, ne? Ja, fand ich auch toll. Ist auch super gemacht. Also, ja, und wie gesagt, Superman. Für mich war er der erste richtige Nachfolger für Christopher Reeves als Superman. Also der erste, der für mich perfekt Oder? ins Kostüm passte. Habe ich auch gesagt. Habe ich Ja. auch gesagt. Hammer. Ja. Das ist so lustig. Es gibt bei How I Met Your Mother eine Folge, wo Barney nicht in seinen Anzug passt. Und das war so eine Folge, die passte für mich so gut auf Superman, weil die viele Superman-Darsteller passten einfach nicht in den Anzug. Der hat zwar gesessen irgendwie, aber die passten da nicht rein. Und Cavill passt einfach. Ist das nicht auch so wie bei Batman? Ja. Ja, ne? Da gibt es auch viele, also gerade George Clooney hat der Anzug nicht gepasst. Und wie gerne ich George Clooney mag, aber Batman war nix. Und ja, danach. Es war durchwachsen, würde ich sagen. Also ich fand den Pattinson, also den ehemaligen Vampir aus Twilight, fand ich überraschend gut in seiner Ich auch. Batman-Rolle. Ja. Weil der mehr diesen Detektiv-Batman hat, ne? Dieses Detektivmäßige hat mir sehr gut gefallen. Bei Affleck schwanke ich immer zwischen, den finde ich gut und den finde ich nicht so gut. Ey, mir geht's genauso. Ja, Mir ganz geht's merkwürdig. genauso. Eigentlich bin ich überhaupt, ich sehe den und denke mir, nee,
Und dann passiert immer irgendwas, da sage ich, ja, okay. So. Ja, mir geht's genauso. Ja. Ja. Aber in The Flash hast du ja meinen Lieblings-Superman eigentlich wieder gesehen, nämlich aus der quasi der Kindheits, nicht Superman, Batman, der Kindheits-Batman. Ja. Ja, das war auch immer toll. Michael Keaton als Batman, das war so meiner. Ja. Oh, das war so toll. Wenn man Ein sich, wenn man sich jetzt mal wirklich überlegt, wie früher die Batmans gedreht worden sind und und jetzt, ne? ja, Oh, das ist. Hammer. Ja, Flo schreibt gerade, wir nehmen es natürlich wieder live auf. Er ist auch gar kein Affleck-Fan. Ja, kann ich verstehen. Irgendwie Ja. es ist etwas schwierig. Michael Keaton, finde ich, fällt mir gerade was ein, wo du über Filme sprechen, die wir geguckt haben. Wir haben zuletzt mal Beetlejuice geguckt, den ersten Teil. Und der ist auch so herrlich schräg und da kommt ja dieses Jahr ein zweiter im September. Oh, ich freue mich da so drauf. Ich Ja, ich bin auch. gespannt. Das ist auch richtig gut. Weil So, ich jetzt meine, der erste hatten ist wir, Kult halt, ne? ja, Und total. hoffentlich wird der zweite halt auch schön. So. Ich habe auch schon gesagt, der erste steht jetzt auf meiner Liste für meine Retro-Filme. Über den muss ich mal sprechen im Podcast. Den muss ich mal komplett besprechen, diesen Ja. Film, weil der so viel Spaß macht. Ja. Und die Besetzung von dem neuen klingt auch gut. Also Winona Ryder kommt zurück. Und die Darstellerin, die die Wednesday spielt in der Wednesday-Serie und auch in den Scream-Filmen mitspielt, die spielt ja auch mit. Richtig Ja. gut. Ja. Ah, Die ich glaube, passt ja eigentlich das auch super dahin, ne? wird. Ich glaube, das wird gut. Das wird, glaube ich, Ja. richtig gut. Ja. Ja, Scream, hast du angesprochen. Den Scream 6 habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe den fünften gesehen, der gefiel mir richtig gut. Den Ja. sechsten wollte ich noch gucken. Ja, und der siebte, der steht ja gerade ein bisschen in Sternen, ne, weil die Darsteller ja alle wechseln. Ach so, okay. Ja, die eine Hauptdarstellerin, also nicht die Jenna Ortega, die von Wednesday, sondern die andere, die hat sich mit ein paar schwierigen Äußerungen so ins Abseits katapultiert Oh. irgendwie. Das war irgendwie in Zusammenhang mit Palästina und Israel, war das wohl für die Firma, für die Filmfirma nicht so gut und die wollten dann nicht mehr mit ihr arbeiten. Oh nein. Ja, und der Mann, der ein oder andere hat wohl dann gesagt, wenn ihr mit ihr nicht arbeitet, dann arbeiten wir nicht mit euch. Und dadurch zerlegt sich das Ei, gerade so ein bisschen. Aber sonst haben wir aha. halt zwei gute Scream-Filme. Ist ja auch schön. Ja. Ja, gut, und die ganzen Vorgänger natürlich Ja, noch, ne? richtig. Ja. Ja, die waren auch gut. Ich muss sagen, welchen ich nicht so gut fand, war das der dritte? Ich glaube, der dritte. Ich weiß nicht mehr genau, dritte oder vierte. Da war einer, der war irgendwie so, der fiel so aus der Reihe. Der wirkte, ich weiß nicht, ob du aus der Schule noch dieses Spiel kennst, im Englischunterricht Odd Man Out. Welches Wort passt hier nicht rein? Und da gab es einen Screenfilm, der passte irgendwie nicht in die Reihe. Ich weiß nur nicht mehr, welcher es war. Okay. Ich weiß gerade auch nicht. Ich Ja, vermische auch was? oft Scream und die Verarsche da, die Scary Movie. Scary Movie. Ja. Da gab es auch gute und da gab es auch sehr schlechte. Oh. Ja. Ich Ich fand weiß auch nicht. den. Ich weiß, ich Ja. glaube, war das der dritte oder vierte? Mit wo viel The Grudge und The Ring und das alles dabei war, den fand Ja, ich mit noch am besten. ich erinnere mich. War das nicht auch der, wo nicht Liam Neeson, wie heißt er denn, der andere von Die nackte Kanone? Ich komme nicht auf den War Namen. der da mitgespielt? War Der der da drin? doch. Ich glaube ja. Ich muss mal gucken. Das ist ja hier unser Vorteil, da wir immer so frei reden. Leslie Nielsen heißt er. Mensch, danke Flo, Leslie Nielsen. Da kann man ja Leslie mal kurz Nielsen. nachgucken. So, Ja. was war es denn? Welcher war es denn? Wo ist denn hier die Liste seiner Filme? Da. Scary Movie 4, genau. Da hat er den Präsidenten gespielt. Ja, oh toll. Ja, den Ah, ich mochte ich hab's auch. geliebt. Ja. Ah, Toller yes. Film. Ja, das ist für mich auch der beste aus der Reihe, der vierte. Weil die am Auch Anfang, die dir, fand auch ich bei sehr dir, schwierig. okay. Ja. 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 Ja, wir haben, ich wollte mal mit den Kids auch mal so ein bisschen Scary Movie gucken. Der erste war mega und beim zweiten haben sie auch gesagt, also das ist irgendwie war das vorne und hinten nichts irgendwie. Ja. Haben die selber gemerkt. Ich habe dann auch, na, das war jetzt nichts. Und weiter sind wir aber dann auch nicht gekommen. Aber naja, sie haben es halt jedes Mal wieder probiert, so ein Misch zu machen. Aber wie gesagt, der Teil ist einfach mit der Beste. Ja, Der ist total. so lustig. Ich Ja. gucke gerade, wer da alles mitgespielt hat. Er war ja richtig prominent besetzt. Da hat auch Bill Pullman mitgespielt.
Mein Gott. Und Die Carmen Electra hat auch Gott, wieder ja. mitgespielt. Das war so eine tolle Verarsche, auch mit The Village, mit dem Film. Und Stimmt, ja. den, da war der Tom Cruise-Film, dieser Alien-Film mit Tom Cruise war mit dabei, der verarscht worden ist. Und der Ja. Alien-Film mit Mel Gibson war dabei. Genau, Und Science ach, war es war so dabei. gut. Ja. Ja, das war gut. Science habe ich dieses Jahr auch nochmal geguckt. Oder war das letztes Oha. Jahr? Auch, ich glaube nicht, Okay. es war letztes Jahr, aber ich mag den Film, ne? Der ist so, der ist zwar so drüber, aber ich mag den irgendwie, weil ich ganz schön finde, so ein bisschen diese Glaubenseinspielung. Ich bin ja nicht so extrem mit Glauben, aber das haben sie schön verwoben da, auch dass die zweifeln und dann trotzdem sich dahin zurückbesinnen, sowas fand ich ganz schön erzählt, muss ich sagen. Ja. Was hast du noch geguckt? Ready Player One habe ich endlich mal Oh. wieder oder endlich überhaupt mal geguckt, weil ich kenne den Film gar nicht und alle so, what? Du kennst den nicht? Und ja, jetzt habe ich den endlich mal geguckt und finde das mega interessant, weil wir sind alle Gamer und dann alles über wirklich das auch sein Leben halt online auszurichten und das ist, also das ist einfach Wahnsinn. Ja, und alleine auch diese Kombination aus allem, was wir als Gamer kennen, und dazu Ja. dann so eine richtige Schatzsuche auch noch. Ich mag so Filme mit Schatzsuchen. Finde ich total toll. Und das haben die alles so schön eingebunden mit Rätseln, allem. Und natürlich die Effekte, die Ja. waren klasse. Er sah so toll aus, der Ja. Film. Ja, ich finde auch ich finde, was in Zukunft irgendwann sein wird, finde ich halt total spannend. Ja, Ne, richtig. wenn man halt wirklich mal zurückdenkt, wie die Welt noch aussah oder jetzt, ich sage jetzt mal, jetzt unser Europa vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren und was wir jetzt innerhalb von wirklich hier kürzester Zeit, wie weit wir sind. Also es ist ja völlig natürlich, dass Menschen, die ein bestimmtes Alter erreicht haben, da nicht mehr mitkommen, weil das ist einfach so unglaublich schnelllebig. Das ist ja einfach Wahnsinn. Und ich bin so gespannt darauf, was jetzt auch in den nächsten 5 Jahren passiert schon Ja. alleine, weil das alles so schnell passiert. Und wie oft hat man jetzt schon gesehen, dass sich verschiedene Filme, die schon 10 oder 20 oder 30 Jahre alt sind, sich bewahrheitet haben. Und dann finde ich es total lustig, solche Filme zu sehen. Und auch zu überlegen, ist das vielleicht realistisch? Würde das vielleicht gehen, ne? Ist total witzig, wenn du alte Star Trek-Filme guckst, dann die ganzen Werkzeuge siehst und denkst, okay, das haben wir jetzt heute, das haben wir heute alles. Das ist so krass. Ja, Ready Player One, die Musik war klasse mit den 80ern. Und ich fand die Shining-Sequenz so super. In dem Ja, der Film ist Overlook toll. Hotel. Oh, super. Ja, cool. Schöner Science-Fiction-Film auch wieder. Was hast du noch Schönes geschaut? Es geht weiter. Ja, bin gespannt. Family Stitch habe ich auch mal gesehen. Eine Komödie mit, oh, ich bin heute leider Kein Problem. namenslos. Dafür gibt es ja IMDb. Family Stitch. Ex-Frau vom Ben Affleck. Jetzt komme ich schon damit. Jennifer Garner. Ja, also das ist quasi wieder ein Partnertausch zwischen Mutter und Tochter. Warum weiß ich das eigentlich, dass die beiden mal. Egal. Ja. Ja, und der war auch, war okay anzuschauen, war amüsant, kann man machen. Es Ja. gibt einen total coolen Körpertauschfilm, der mal ganz anders ist. Ich muss mal kurz gucken, wie er heißt. Das war war das Vince Vaughn, der den gespielt hat? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Guck mal kurz. Das ist nämlich so krass. Da tauscht ein Mädchen den Körper mit einem Mörder. Ach du Heiliger. Ja, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Aber der war echt gut. Warte, ich muss mal kurz googeln. Weil es gibt ja wirklich schon mehrere Körpertauschfilme, ne? Ah, Freaky heißt der. Freaky. Von 2020. Vince Vaughn und Catherine Newton sind die beiden Hauptdarsteller. Catherine Newton Okay. ist die Tochter aus den Ant-Man-Filmen, aus dem neuen. Falls du den schon gesehen hast. Nee, habe ich noch nicht. Oder was hat sie noch gespielt? Was könntest du noch kennen? Society-Serie, weiß ich nicht. Supernatural. Claire Novak in Supernatural. Das ist die Oh, Schauspielerin. krass. Okay.
Und der Film, das war auch cool. Das war ein echt spannende, also spannender Stil mal von diesem Körpertausch. Ja. Ja, Flo, bunte Leser, kennst mich doch. Natürlich, ich kenne den ganzen Klatsch und Tratsch hier. Wer mit wem und Ja, warum und wieso? genau. Ja. Der ganze Gossip. Freaky Friday gibt's auch noch. Das war auch eine Genau, Körpertauschding genau. mit Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan, ja. Genau, ja. An den denkt man immer eigentlich im ersten Ja. Moment, ja. Und Freaky ist halt nochmal eine Nummer obendrauf. Der ist halt nochmal bekloppter. Okay, Ist krass. von den gleichen Leuten, die Happy Death Day gemacht haben, falls du den kennst. Ja, auch ein sehr geiler Film. Ja, quasi täglich grüßt das Murmeltier auf Horror. Oder auf Slasher eher, ist ja nicht richtig Horror. Ja, cool, klingt auch wieder gut. So Körpertauschfilme können ja total gut sein oder halt totaler Mist. Das ist ja wirklich immer Ja. so ein Hit-and-Miss-Ding, ne? Dann erzähl mal weiter, was steht noch auf der Liste? Und täglich grüßt das Ach, Murmeltier. guck mal. Gut, dass wir Ich gerade habe darüber endlich gesprochen mal komplett geguckt. Ich habe ja immer nur reingeschaut, haben. aber diesmal habe ich mal von vorne bis hinten geschaut. Und er ist wirklich eher auch super süß. Also, ich meine, wer liebt ihn nicht, ne? Ja. Er ist einfach ein cool Schauspieler und ist schon ganz cool gemacht, der Film, ja. Ja, der ist auch so traurig zwischendurch, ne? Ja. Ah, Ja. ganz schlimm. Aber ein toller Film. Auch so ein Film für die Winter-Weihnachtszeit so ein bisschen, Genau. finde ich immer. Ja. Ja, und Bill Murray darf ja jetzt wieder ein Ghostbuster spielen im neuen Ghostbusters-Film. Ja. Kommt denn nicht auch dieses Jahr raus? Ja, der kommt jetzt eben im März, Oh, glaube ich. schön. Da muss ich auch Oh. unbedingt ins Kino. Jetzt ist ja Dune gerade, das schaffe ich wahrscheinlich wieder nicht, muss ich zu Hause gucken. Aber für Ghostbusters, die Zeit nehme ich mir, den muss ich im Kino sehen. Weil ich fand den letzten Ghostbusters-Film, den Afterlife oder wie hieß er, Legacy, den fand ich so klasse. Der Richtig war Spaß Hammer. gemacht. Haben sie auch wieder richtig gemacht, ne? Dass man nicht die Charaktere ersetzt, sondern dass man das irgendwie miteinander ergänzt und die Ja, Story genau. irgendwie so abwärts weiterspinnt. Und das haben sie wieder genau richtig gemacht. Ja, ich hoffe, das haben sie bei neuen auch, weil auch die Ja. neue Besetzung, die war so gut, auch mit Paul Rudd, der auch eine gute Rolle macht und die Kinder, die auch richtig stark sind. Wobei ich Ja. das Mädel, also die McKenna Grace, die finde ich Ja. die stärkste da drin in dem ganzen Film, Ja. weil die so vielseitig ist. Ja, ich sehe schon, Flo möchte auch im Kino gucken. Ja, das ist Ghostbusters, das ist so. Wie gesagt, Dune würde ich auch im Kino gucken, aber ich glaube, das schaffe ich nicht, zeitlich den zu gucken. Und dann ist Ghostbusters halt der nächste. Ja. Ja. Ach, täglich Schön. grüßt das Wurmeltier. Schöne Sache. Ja, dann guck mal, was ist noch auf der Liste. Gehen wir ihn weiter durch. Ja, Fast and the Furious, der neue Teil. Da Denn bin ich ich mal habe ja gespannt auf deine Meinung. als überlegt, weil man ist irgendwie, man hat ja die Message irgendwie bekommen, ja, das wäre der letzte Teil. Und dann hat man irgendwann mitbekommen, ja, die haben den Teil gesplittet in zwei Teile. Und der eine Teil kommt dieses Jahr raus, der andere nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Da habe ich zuerst gesagt, will ich dann wirklich ins Kino gehen? Und einerseits auch so ein bisschen Angst gehabt, oh je, der wird bestimmt mega emotional. Und dann sitze ich im Kino und heul wie ein Schlosshund, weil der hat halt so viele Erinnerungen. Ne? Also ich bin mit The Fast and the Furious aufgewachsen. Ja. Ich war auch in so einer Rennszene mit drin in Ah. Frankfurt und mit getunten Autos. Und ich war im Autokino gewesen Sehr zu Too spannend. Fast, Too Furious. Und das war einfach so. Ich weiß nicht, ich bin mit der Musik und mit dem ganzen Flair irgendwie so aufgewachsen und jetzt sieht man, was das für eine geile Historie hat und jeder Teil ist geil, aber ich habe schon so meine Lieblingsteile. Welche sind das denn? Also Fast Five ist mit meinen Lieblingen. Ja. Bei mir Also ist es klar, der ganz klar erste die ist ersten cool, beiden. der zweite ist auch Ja. toll, der dritte muss ich jetzt nicht unbedingt, der vierte muss ich auch nicht unbedingt, aber der fünfte ist wieder. Oh. Wunderschön von allem, von der ganzen Story mit und Herzschmerz und die Musik und Action und ja, Hammer. Und wie gesagt, der zehnte, ich bin mega begeistert vom Bösewicht Jason Momoa, wie der den spielt. Ich habe das gefeiert. Ich habe mir aber auch teilweise gedacht, vielleicht spielt er auch viel sich selbst, weil ich folge dem auch auf sein Instagram und er hat
denselben Haargummi gehabt und dieselben Nägel und dasselbe, alles irgendwie, als ob er sich selbst spielt, nur halt ein bisschen verrückter. Also es war nicht viel Verkleidung irgendwie so dahinter. Mhm. Aber er hat das so toll gespielt und da ist so viel auch wieder Herzschmerz und Humor und Action. Und also ich fand ihn toll und ich freue mich auf den nächsten. Vielleicht hat Jason Momoa ja das gemacht, was man im Wrestling immer sagt. Im Wrestling heißt immer, dein bester Charakter ist der, wo du dich selbst spielst und irgendeine Eigenschaft auf 150 hochdrehst. Ach du Heiliger, ja? Okay. Ja. Oha. Ja. Ja, also Jason Momoa fand ich auch super. Das war für mich ein absolutes Highlight an dem Film. Ansonsten ist mir Fast and the Furious mittlerweile zu unrealistisch zu dem, was ich aus den ersten beiden Teilen kenne. Die ersten beiden Teile waren so bodenständig. Und der ist mir zu sehr drüber. Da ist ja Mission Impossible realistischer mittlerweile. Ja, genau. Ja, das ist aber auch, das wissen die aber auch selbst. Ne? Ja, also es war ja wirklich im ersten und zweiten Teil, es ging um Straßenrennen und die versuchen das ja zurückzuholen. Mhm. Also man hört immer mehr, auch jetzt in dem aktuellen Fast and the Furious Teil, die wollen dann also auch, ich glaube, der Regisseur hat sich auch geändert und alles, die wollen das alles ein bisschen mehr wieder auf die Straße holen. Also es sind viele Straßenrennen wieder mehr und nicht so. Ja, das ist gut. Ich meine, der letzte, der Neuner, das war ja wirklich, dann schießen sie sich ins All und ich so, okay, also krasser kann es jetzt nicht mehr werden. Ja. Jetzt aber noch what, ne? Das war schon krass. Ja. Aber sie wollen es wieder langsam so back to basic bringen, glaube ich. Und ich bin deswegen auch sehr gespannt auf den nächsten Teil. Hm, verstehe ich. Ich fand der erste, der hat mir auch damals richtig Spaß gemacht. Das ist auch wirklich einer, ja, den kann ich heute auch noch gut gucken. Ich mochte auch so Rennfilme. Ich war zwar nie in einer Rennszene. Ich mochte auch hier nur noch 60 Sekunden. Den mag ich auch sehr gerne. Mit Nicolas Cage und Angelina Jolie und so. Ne? Ja. Weil der auch einen sehr kultigen Soundtrack dazu noch hat. Ja. Oder den anderen mit der Amber Heard, wo er, glaube ich, tot ist. Das geht ja auch viel in dem Auto. Da fährt er doch auch so ein heißes Gerät. Auch so ein, ich weiß gar nicht, was ist das, ein Mustang? Ich weiß es nicht. Also den fand ich auch so gut. Ich weiß gerade gar nicht, welchen du meinst. Weißt du nicht? Oh, ich komme jetzt auch nicht drauf, wie der heißt. Aber er ist, glaube ich, er kommt aus der Hölle zurück oder ist da irgendwie entkommen. Ich weiß nicht mehr genau die Story. Weil er warte. Der hat doch irgendwas mit Fahren am Drive Angry, kann das sein? Ja, Drive Angry. Guck mal eben nach dem Film. Ja, oh, ich fand den so toll. Drive Angry. Von 2011, stimmt. Mein Gott, den habe ich ja komplett vergessen. Aber ja, ich erinnere mich. Ja, der war auch gut. Überhaupt Nicolas Cage, ich liebe den auch. Ich habe jetzt auch vor ein paar Tagen wieder Ghost Rider gesehen. Oh mein Gott, ich finde den so gut. Hast du Renfield schon gesehen? Nee. Den musst du dir angucken. Mit Nicolas Cage und Nicholas Holt, der ist großartig. Der spielt ein Vampir, ne? Ja, er spielt Dracula. Dracula, okay. Ja, cool. Und den musst du dir angucken. Der ist so drüber. Der ist zwar auch ein bisschen splatterig. Ja. Okay. Aber Nicolas Cage ist ja so gut. Der dreht da halt auch wieder voll ab, weil der hat seine Persönlichkeit so komplett überspitzt. Ja. Ist richtig stark. Den habe ich auch letztes Jahr geguckt. Ach, herrlich. Mhm. Aber Cage hat auch, der hat zwar auch manchen Schrott gemacht, aber der hat auch richtig gute Filme gemacht. Ja. Auch manchmal Nischenfilme, die man nicht gar nicht so gesehen hat. Mhm. Ich habe zum Beispiel einen, der ist total untypisch für ihn. Mhm. Nämlich ist das Willy's Wonderland. Da sagt er nicht einen Ton. Nicht. Oh, okay. Der hat nämlich die Aufgabe, ich weiß nicht genau, was er angestellt hat, der muss so ein Lokal, wo so animatronische Figuren sind, muss er reinigen. Mhm. Und die erwachen dann zum Leben. Oha. Und dann greifen die ihn an und der zerlegt ihr dann nach und nach. Das ist eine super witzige Idee und richtig gut umgesetzt. Das ist im Grunde die Geschichte von Five Nights at Freddy's, nur besser gemacht im Film. Ja, ich wollte gerade sagen, warte mal, habe ich den nicht jetzt erst vor 4-5 Tagen mit den Kids geguckt? Ist das nicht dieser Five Nights at Freddy's gibt es auch einen Film. Hm? Der ist auch eher für Familien ausgelegt, würde ich sagen, als der Willy's Wonderland. Okay, weil da spielt doch der von Tribute von Panem mit, ne, der Schauspieler. Genau. Ah ja, dann haben wir den geguckt, weil die Kids wollen den unbedingt schauen. Die sind da total auch mit den Games irgendwie so verflochten und die finden die Story so interessant.
Und ich fand den jetzt auch nicht schlecht. Also ich hätte ihn von mir aus jetzt nicht Ja. geguckt, weil ich immer irgendwie denke ich mir, hä, ne? Was ist das für eine komische Geschichte, wo irgendwie, keine Ahnung, Geister in irgendwelchen Maschinen oder keine Ahnung was sind. Aber ich fand, jetzt wo ich den Film mal gesehen habe, weil ich ja keine Ahnung hatte, worum es ging, fand ich den auch nicht schlecht. Ja, das ist so ein, ich würde sagen, das ist ein guter Film fürs Heimkino, aber kein guter Film fürs Kino. Ja, Ich und da glaube, der gibt es ist nicht ganz viele, die kinoeignet. Ja. eigentlich nicht fürs Kino sind. Man muss ja wirklich auch, man kann nicht in jeden Film einfach ins Kino gehen. Da muss man, ne, das muss einfach Bäm machen Ja, eigentlich, richtig. ne? Ja. Ich habe Ja. auch viele Filme, wo ich mittlerweile sage, die gucke ich lieber zu Hause, weil da passen die besser zur Stimmung Ja, oder als im das Kino. auch. Ja, genau. Ja, Genau. Auch guck mal an. jetzt, ich wäre gerne in Aquaman 2 reingegangen. Ja. Ins Kino, hab's nicht geschafft, aber jetzt habe ich ihn mal zu Hause gesehen, weil das ist halt echt, das ist ja einfach immer ein gigantischer Film, ne? Das ist einfach krass, wie der gedreht Läuft worden der auch ist. schon auf Und Sky? Wenn ich oh, ich weiß das. gar nicht, wo ich den geguckt habe. Ich muss mal wieder bei Sky reingucken, ob ich das mal wieder für einen Monat abonniere, um mal wieder die Filme nachzugucken. Ja, weil ja, man hat halt irgendwie so, ne, da ein Sender, da ein Sender, da ein Sender und irgendwo läuft da und dann bin ich immer so happy, wenn dann, ne, so relativ neue Filme dann auch mal kommen. Ja. Und auf Aquaman 2 habe ich mich auch mega gefreut. Und den fand ich auch nicht schlecht, weil man weiß ja die ganze Hintergrundgeschichte um, sie mussten ja das so ein bisschen umschreiben und alles. Ja. Aber man merkt das eigentlich gar nicht so. Amber Heard Also es gegen Johnny ist Depp war da voll reingespielt. richtig. Ja. Aber es ist trotzdem gut. Ja, diese Schlammschlacht, ganz gruselig. Ja, Ja, mega. Oh Vampire Gott. kann man sich mit Überspitzen gut austoben, das stimmt. Ja, und wo wir gerade von Vampire eben gesprochen haben. Wir haben vor, lass es mal eine Woche sein, haben wir Tanze Vampire den Film nochmal geguckt. Den aus Ich den glaube, den habe 60ern, ich glaube ich. noch nie Nee, gesehen. aber der ist auch so drüber. Also ich liebe das Musical. Wir waren, glaube ich, schon fünfmal in dem Ja, Musical. ich auch. Ja, Ja, das ist ja witzig. ja, ja. Ja, dann muss das mal irgendwo hier in die Mitte kommen. Dann treffen wir uns da. Dann weiß ich, ob dein Ja. Mende das mitguckt. Dann gucken wir gemeinsam noch Tanz Vampire. Zum dritten Mal dann für uns, ja. Ja, wir haben das, Ja, glaube ich, das ist wirklich schon irgendwie. fünfmal gesehen. Nee, echt krass, okay. Ja. Ja, das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist auch schöne Songs und Ja. das ist immer total schön. Dann sitzt du da in der Menschenmenge und dann kommen von hinten die Vampire und die ganze, ach, das ist immer so schön gewesen. Aber trotzdem noch, immer noch mein, wirklich meine Top 1. Ich würde jederzeit, egal wo, dahin gehen, ist halt Phantom der Oper. Ich bin ein Phantom der Oper-Fan, das glaubst du nicht. Ich kann das alles mitsingen. Ich habe auch den Film mit Gerald Butler hier liegen und ich gucke den mindestens einmal im Jahr. Und dann muss ich immer gucken, dass meine ganze Familie flüchtet. Und ich mache auf voll Power on den Fernseher. Und dann wird gesungen und dann wird geheult. Und dann, oh, oh, das ist immer. Oh. Ich liebe Phantom der Oper. Du musst dir mal angucken. Das gibt es, glaube ich, bei Prime auch. Kann man sich da kaufen, in Anführungsstrichen. Das ist die Jubiläumsshow vom Phantom der Oper aus der Royal Albert Hall. Ich gucke mal kurz nach. Die ist richtig stark. Die habe ich nämlich auch geguckt. Na, die haben wir Ja. zusammen geguckt. Warte mal. Phantom der Oper, Royal Albert Hall. Es gibt eine Blu-ray dazu, die haben wir nämlich hier, die habe ich damals gekauft. Gibt das aber, gibt es das nicht auch bei Prime zum Leihen oder zum Kaufen? Kurz gucken. Weil das ist richtig gut. Da hast du halt wirklich die ganzen Lieder, die ganzen Kulissen drin und mit großartigen Sängern. Oh, Ein ja, überhaupt Phantom, so ja. die ersten Sänger, oh, da waren wir in der alten Oper gewesen und ach, das war alles so schön und Ach, ach, schön. Wir haben toll. Phantom der Oper, nach unserer Hochzeit waren wir in London für eine Woche. Und da haben wir in einem ganz alten Londoner Theater haben wir Phantom der Oper gesehen. Das war echt Gold. Also Toll. es war richtig super. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich hatte es vorher schon mal gesehen, weil ich das auch sehr gerne mag. Das ist also auch in meinen Top 5, ist nicht ganz oben, weil ich habe so ein paar, die da drüber stehen. Aber es ist schon toll. Also, wie gesagt, die Musik, die ganze Kulisse dabei ist großartig. Ja. Weil, und die Geschichte halt. Ich mag die Geschichte vom Phantom der Oper auch. Total. Wir sagen, die ist schon Total. Die Lieder, ganz die Geschichte entspannt. dahinter, das ist alles toll. Und ich fand auch den Kinofilm, man hat ja nur also das Theater gesehen. Dahinter, aber ich fand auch den
den Film mit Gerald Butler auch richtig, richtig heftig. Und ich habe den mir auf Deutsch reingezogen, ich habe den mir auf Englisch reingezogen. Und ich kann es immer noch nicht glauben, dass das alles auch die echten Stimmen von denen sind, weil ich habe Gänsehaut. Oh. Ist krass, wie gut manche Schauspieler doch singen können, was man denen gar nicht Ja. zutraut am ersten Blick. Ja. Ja, muss ich auch sagen, das war auch gut. Lustig ist, die Christine gespielt hat, die habe ich jetzt gerade noch gesehen im Film, den ich geguckt habe, nämlich bei The Day After Tomorrow. Ja, habe ich auch gesehen. Hey, Einer meiner auch ein so Lieblingsfilme. toller Film. Genau, meiner auch. Ja, so ein toller Film. Und sie ist auch so eine tolle Schauspielerin, weil die hat ja auch so eine in dieser Freaky-Serie da auch mitgespielt, ne? Mit dem, du weißt, welche ich meine. Ja, ja, Da hat ja, sie ja, auch ja. mitgespielt und also auch Bei unglaublich Shameless hat sie wandelbar. mitgespielt. Ja, Das war's, ja. Shameless, genau, ja. Eine tolle Schauspielerin und The Ja. Day After Tomorrow, auch so ein toller Film. Und Dennis Quaid, ich liebe ihn und ich finde auch sein Sohn Ja. ist auch so ein toller Schauspieler geworden, Ja, ne? total. Jake Gyllenhaal hat sich so toll entwickelt. Ja. Echt krass. Weil der halt auch so vielseitig ist, ne? Und er hat ja Ja. gespielt, er hat ja mit Donnie Darko hat er angefangen. Das war ja so sein erstes großes Ding, was er Ja, damals du meinst gespielt den, hat. ach so, du meinst den Jack, nee, ich meine den Jack Quaid. Ach Von so, Dennis ich dachte, du Quaid, meinst den jetzt Sohn. im Film den Sohn. Also, ja, aber der ist auch gut, da hast du auch Ja, recht. ja, ja. Donnie Darko habe ich auch gesehen, ja. Donnie Darko war auch ein toller Film. Aber den hat nicht jeder gecheckt, glaube ich. Aber ich fand den toll. Ja, der war ja auch ein bisschen verrückt, muss man sagen. Ja, Aber ja. Jack Quaid, da sind wir doch schon wieder bei einem neuen Scream-Film. Der hat doch in dem, hat der nicht in dem Fünfer Ja. mitgespielt? Ja. Ich wollte doch sagen. Ja, und ich fand den auch in The Boys gut. Auch eine so Ja. eine, also, ich meine, The Boys darfst du halt wirklich nicht mit Kindern schauen. Nee, das stimmt. Aber eine interessante Serie, die man sich mal anschauen muss irgendwie, weil die mal auch anders gedreht ist und auch tolle Schauspieler. Und ach, darüber kannst du wirklich auch sehr lange diskutieren. Ja, Und ja. die ist halt einfach mega brutal. Ne? Ich habe auch schon gemerkt, die Erzählung Auch ist gut, das. aber die ist halt so brutal drüber. Ja. Das Ja. Die ist schon ist. heftig. Und das Krasse ist meistens, du denkst an nichts und in der ersten Minute passiert einfach meistens immer irgendwas, wo du dir denkst, oh Gott, was ist jetzt schon wieder los? Ich wollte einfach nur eine Serie gucken. Ja. Ja. Oh, das ist schon heftig, ja. Mhm. Aber ja, es gibt halt so viele gute Sachen. Ne? Hier der Jack Quaid fällt mir gerade ein. Ich habe den noch mal irgendwo gesehen. Und zwar hat der bei einer Folge von der neuen Star Trek-Serie dieser Strange New Worlds mitgespielt. Und zwar lustigerweise genau in der Crossover-Folge, wo die ihre Zeichentrickserie Lower Decks mit der Realserie verknüpfen. Und der hat eine von den Figuren gespielt, die aus der Zeichentrickserie rübergekommen sind. Und ich glaube aus dem Grund, weil er die Zeichentrickfigur synchronisiert. Ich glaube, Ah, das war der okay. Grund, warum er da war. Auch richtig gut. Ja. Ja, ich finde es auch so lustig, wie ähnlich er dem Vater halt einfach sieht, ne? Ja. Ja. Das ist auch bei, wo hatten wir das denn jetzt zuletzt? Bei Monarch. Da ist doch drinnen, es fällt mir sein Nachname nicht ein. Hilfe, hier die Klapperschlange. Wer ist denn der Schauspieler jetzt wieder? Denkst du, er fällt mir jetzt ein? Russell, Kurt Russell. Heute beide Ja. Namensprobleme. Genau, bei Monarch, bei der Serie auf Apple TV Plus, spielt Kurt Russell einen Soldaten in zwei Zeitebenen. Und das Lustige ist, in der Vergangenheit spielt sein Sohn die gleiche Rolle. Der Wyatt Russell. Oha. Das ist auch cool. Wie krass. Ja, oder hier der. Ach komm, wir hören jetzt auf mit Namen. Der jetzt auch, wie heißt denn der Kultschauspieler, der jetzt, glaube ich, schon, ist der jetzt schon 80 oder 90 Jahre alt, wo sein Sohn jetzt auch bei The Fast and the Furious mitspielt? Ist das, meinst du Clint Eastwood? Ich weiß nicht, ob der so bei Fast Danke. and Furious mitspielt, aber. Dankeschön, ja, Clint Eastwood. Oh Ah, Gott, okay. heute haben wir echt die Namensprobleme. Ja, Clint Eastwood, Scott Eastwood, Ja. auch nicht schlecht, ne? Aber ich glaube, da muss noch ein bisschen Feuer rein, so wie bei Jack Gyllenhaal, wo du dir denkst, der, weißt du, es muss ja auch mal Schauspieler geben, die Rolle so ein bisschen auch formen und wo du siehst, die verändern sich auch für die Rolle und alles, wo der den Boxer gespielt hat, wo der auf einmal voll die Muskeln bekommen hat. Oder jetzt auch der Harry Potter, der spielt ja auch irgendwie so ein
so einen krassen und hat einen Körper auf einmal bekommen. Ja. Also ist schon krass, dass man da mal aus seiner Komfortzone einfach auch rausgeht. Klar, es ist auch ein Kampf dann auch mit dem Körper und alles, aber einfach mal eine andere Rolle zu spielen, die, wo keiner denkt, dass das zu einem passt. Ja, total. Und auch diese Transformation, ne, das ist halt auch ein halt schweres Ding. Erstmal so Muskelaufbau so hinzukriegen, da musst du ja sowas von diszipliniert sein. Oh Gott. Ich hätte ja überhaupt keine Lust drauf. Und das ist so schwierig, weil du musst halt auch darauf achten, du musst so viel trainieren am Tag und du musst gucken, was du isst. Richtig. Wie heißt denn der Schauspieler, der den Tarzan gespielt hat? Das ist einer von den Skarsgård-Brüdern. Ich glaube, welcher ist es denn jetzt wieder? Der Bill ist Pennywise. Alexander Skarsgård, glaube ich. Ja, der ist es. Und der hat nämlich gemeint, der hat danach gesagt, er will nie wieder so eine Rolle spielen, weil es so hart war, diesen Körper zu trainieren. Ja, obwohl er eigentlich ja schon eine tolle Statur hat und man sich denkt, das kann gar nicht so schwer bei ihm gewesen sein. Und daran merkst du das halt, ne? Wie schwierig das ist, auch auf so viel wahrscheinlich zu verzichten und jeden Tag mindestens 2 Stunden Sport zu machen und auf seine Ernährung zu achten. Oh, will ich nicht wissen. Das ist krass, also wenn er schon gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr auf einen weiteren Teil aufgrund nur des Sports und der Figur, das heißt schon was, ne? Ja, und was ganz cool bei ihm halt ist, der kommt ja aus einer richtigen Schauspielerfamilie, ne? Der Vater von denen ist ja der Stellan Skarsgård, das ist der zum Beispiel bei Thor mitgespielt hat. Ja. Der Wissenschaftler. Fluch der Karibik. Genau, auch da war der genau, das war der Vater von Orlando Bloom, ne, in der Geschichte, genau, glaube ich. Ja. Ja. Man muss den Namen gerade wieder suchen. Ja. Und der spielt ja auch bei Dune mit, da hast du ihn auch gerade gesehen. Stimmt, ja. Mhm. Und halt, der hatte seine ganzen Söhne, ich glaube, wie viele sind das? 3, 4, glaube ich, die alle Schauspieler sind. Ja. Also Bill, toll, klar, ne? Pennywise. Ja. Der Alexander Skarsgård hat lustigerweise jetzt den Wendell Fleck in der The Stand-Serie gespielt, also auch eine Stephen King-Figur. Und jetzt muss ich kurz überlegen, der hat 2, 4, 6, 8 Kinder insgesamt. Ui, der war mal fleißig. Der war sehr fleißig. Ach ja, genau, der Gustav Skarsgård, der ist auch noch bekannt, der hat nämlich bei Vikings lange mitgespielt. Der war der Floki bei Vikings. Ja, ja. Also so ein bisschen sehen die sich ja auch alle ähnlich, ne? Ja, total. Ja. Jetzt gucken wir, was der dann noch. Der Sam, okay, der ist jetzt noch nicht so bekannt. Jetzt gehen wir sie mal durch. Dann haben wir einen, der wird Falter geschrieben, das ist wahrscheinlich der skandinavische Walter. Hat der mitgespielt? Aber der Serie Katla, die ist auch richtig gut. Wenn du die mal sehen kannst, die kannst du auch gut angucken. Das ist, glaube ich, bei Netflix. Die ist auch in Island gedreht. Das ist eine richtig schöne Umgebung da. Paddel, grüß dich. Hallo. Also der hat da mitgespielt. Jetzt haben wir noch Eyja Skarsgård. Das kenne ich nicht. Dass die auch alle Schauspieler geworden sind. Das kann ja nicht wahr sein, ne? Dann Ossian. Ja, besonders so viele Kinder, mein Gott. Ja, die arme Frau. Aber wie krass. Und was hat denn seine Frau? Was macht denn sie? Überraschung, sie ist Schauspielerin. Das wäre es jetzt noch. Ne? Ach, guck mal, der ist das zweite Mal verheiratet. Sehe ich gerade. Und die Frau ist... sie ist Schauspielerin. Sister? Ach Gott. Also mit ihr hat er nur 2 Kinder, mit der anderen hat er dann 6 Kinder. Schauspieler durch und durch. Das ist wirklich eine Berufung. Was erzählt mir der Paddel denn da gerade? Dass ich noch mit dir rede, nachdem sie deinen Liebling getötet hat. Was meint er? Was das von redet, ja? Redest, nachdem sie deinen Liebling getötet hat? Was für ein Liebling? Paddel, was meinst du? Was für ein Liebling habe ich getötet? Klär mich auf. Ach so, ich habe die Virgie heute getötet. Die Virginia, oder was? Warum? Ja, was hat sie dir getan? Errungenschaften halt. Boah. Also für die Wissenschaft natürlich. Für Errungenschaft tust du alles. Ja, war auch ganz, ganz übel. Kein Problem, das war von hinten und ganz schnell und ja. Ja gut, das muss nicht immer schlimm sein, aber beim Töten vielleicht. Oh, ja. Ach, schön. Ja, kommen wir zurück.
Die Skarsgårds haben wir abgehakt. Wir waren bei der Liste bei Fast and the Furious 10. Ja. Womit geht's weiter? 10 Dinge, die ich an dir hasse. Oh, der ist aber auch schon, der ist auch schon ein bisschen älter. Oh, aber der ist so kult. Ja, stimmt. Der ist so schön. Ach, ich Das liebe kann ich den. Den verstehen, kann man sich immer mal wieder reinziehen. Aber so unbewusst, weißt du, wenn der im Fernsehen läuft, ja. dann muss ich den sehen. Witzig. Es gibt so Filme, ne? Ja. Der ist aber auch schon, wann ist denn der nochmal? Ach, 99, guck mal, ich würde sagen, der ist schon ein paar Jahre älter. Das war ja einer der ersten Heath Ledger-Filme. Hatte ich ja komplett vergessen. Da hat er ja noch die langen Haare. Eieiei, der war noch ganz jung. Heath Ledger. Ach Gott. Ach, der war ja auch so schön und so Und toll. ein toller Joker. Ja, der Hammer. Oh. Übel, übel, übel. Ja. Ah, ja. Ja, was hast du noch Schönes? Gleich aufs nächste wechseln. The Walking Gerne. Dead. Ich habe alles geguckt, also Alles. alle zwei, also die zwei Serien, die es halt gab, ne? Also einmal mit dem ich habe echt Also einmal die Worten. Grundlagenserie Walking Dead Ja und gut, die habe ich durch, ach ne? so, Aber das jetzt die heißt, du hast neuen vier The Walking Serien. Dead geguckt? Ja, das sowieso. Das habe ich auch durch. Aber ich meine jetzt die ganz neuen Ach so. Serien, wo Maggie Einmal. und Negan Ja, zusammenspielen in New genau. York. Auch richtig geil. Und dann die mit Daryl. Und die Daryl, genau. Und jetzt ganz frisch ist ja jetzt auch der Rick und Michonne draußen. Die habe ich aber noch nicht geguckt. Ich bin irgendwie dann so, wenn ich dann angefixt bin, dann will ich gleich alles gleich zusammen gucken. Und jetzt muss Verstehe ich ich. warten und darf mich nicht spoilern lassen, bis alles draußen ist. Weil ich habe es gesehen dann bei auch Negan und Maggie. Es war auch richtig. Also jede Serie für sich. War zuerst auch ein bisschen skeptisch, weil auch Daryl Dixon, das spielt alles ja jetzt auf einmal in Frankreich und wie Ja. kommt denn der auf einmal von Amerika nach Frankreich? Ich meine, klar, er wohnt ja, ne, er ist ja verheiratet, also der Schauspieler selbst mit Diane Kruger und die wohnen ja in Paris, glaube ich, oder in Frankreich. Ja, ich glaube Ist auch. ja klar, dann war er näher zu seiner Familie und so, aber das muss ja auch Sinn ergeben, dass der auf einmal von Amerika nach Frankreich irgendwie Wäre kommt, zumindest ne? gut, ja, wenn es Sinn Ja, ergibt. Aber es aber wird, glaube ich, gut erklärt, ne? ist super gemacht worden. Ja, Ah, also das ich tut. mega, mega Fan weiterhin von The Walking Dead. Ja, Ja, Hammer. ich habe jetzt von der ersten Folge mit Rick auch schon sehr Gutes gehört. Ich wollte mich nicht zu sehr spoilern lassen. Ich finde es ein bisschen schade, dass da die Rechte jetzt bei Magenta TV liegen. Also wie die Rechte da mittlerweile verstreut sind, das ist unglaublich. Ja, das finde ich auch so schade, dass man auch dass man mal eine Übersicht hat, wo was läuft, ne? Ja. Bisschen schwierig alles. So, man muss alles durchgehen. Man hat irgendwie vielleicht mal einen Film im Kopf, dann geht man irgendwie 5, 6 Sender durch. Wo könnten das laufen? Ja. Oh, schwierig. Das ist total schwierig. Und ja, die Serie, mal kurz noch aus der Vollständigkeit halber, die Daryl Dixon-Serie heißt wirklich Daryl Dixon. Walking Dead Daryl Dixon. Die mit Ja. Maggie und Negan, also mit Jeffrey Dean Morgan und Lauren Cohn, heißt Dead City. Dead Und City, ja. die mit Andrew Lincoln heißt Ones Who Live. The Genau. Ones Who Live. Ja, man kann Ja. nicht alles gucken, das stimmt. Das ist echt unglaublich. Wir haben jetzt gerade, was haben wir denn gerade? Wir haben über Prime haben wir gerade noch Paramount. Und wir haben uns gerade Discovery Plus mal für 4 Euro im Monat, mal für 3 Monate gegönnt. Okay. Ist Weil da die was haben, Besonderes, was es da gibt zu ja, da ist gucken? halt so ein bisschen Scripted Reality, kannst du da gut gucken. Wir gucken da gerade, lustigerweise Naked Survivor, das ist mal ganz witzig. So eine Survival-Sendung, wo die Leute halt nackig rumlaufen, aber gepixelt. Was ich total gerne gucke, obwohl es total geskriptet ist, merkt man immer wieder, ist Fang des Lebens, die Krabbenfischer von der Beringsee. Ist eigentlich total doof, sowas zu gucken, aber ich finde das total unterhaltsam. Ja, gut, und es muss sich ja dann, wenn sich das dann für dich rentiert, Discovery, dann, Ja, richtig. ne, warum nicht? Ja. Ja, ich gucke überall mal rein. Ich habe jetzt gerade nach deiner Empfehlung, habe ich gedacht, komm, wow, schreibe ich mir mal auf. Kann auch mal wieder gucken, was es da Neues gibt. Und da mal wieder die neuen Filme gucken. Weil da kommt ja auch Oppenheimer, glaube ich, kriegen die ja auch demnächst, müsste da ja auftauchen. Und das alleine ist es schon wert, mal reinzugucken. Hast du gesehen auf, ich glaube, Amazon war das jetzt gewesen oder Netflix? Bin ich mir gerade nicht sicher. Die haben
die Fallout-Serie jetzt fast fertig. Ah, cool, da bin ich schon gespannt drauf. Die sollte, glaube Ja. ich, im April kommen, wenn ich mich nicht irre, Ja, ne? genau. Kannst du jetzt schon quasi eine Erinnerung machen, Ah, dass du gut. benachrichtigt wirst, wenn sie live geht, quasi. Habe ich schon gemacht. Ja. Das klingt Kannst dir gut. schon, glaube ich, einen Trailer anschauen. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, ob auf Prime oder auf Netflix. Aber ich habe das gesehen, habe gedacht, oh mein Gott. Ich meine, ich bin ja wirklich, Pile of Shame ist ja Fallout ganz, ganz weit oben bei mir, weil Ich habe ich es auch habe nie gespielt. letztes Jahr im Januar, ja, ich auch nicht, weil letztes Jahr im Januar wollte ich's und dann auf einmal ganz überraschend kamen wieder Spiele, die ganz spontan auf einmal released worden sind. Ja, und jetzt ist auf einmal schon wieder nächstes Jahr. Ja, das geht Und so jetzt schnell. liegt mein Fallout immer noch da. Und seitdem, ich habe Fallout 4 gekauft. Und seitdem, letztes Jahr, waren alle Fallout-Teile kostenlos auf Epic. Also ich habe jetzt die ganze Fallout-Serie, glaube ich, habe jetzt alle Teile, aber immer noch nicht gespielt. Ja, Epic ist eh die beste Plattform, um den Pile of Shame sinnlos zu erweitern, oder? Da Ja. kommen so viele neue Sachen immer Oh und du kannst immer Gott. nur draufpacken, draufpacken, draufpacken. Ja. Das ist so Und schlimm. dann ist es ja klar, dass jeder Spieler dann auch langsam, also anfängt auch anders zu spielen, weil er kann ja nicht mehr die Spiele richtig genießen, wenn die Spiele so rausgerotzt Ja, werden, ne? es kommt zu So, viel. früher gab es nicht so viel und dann hast du die noch mehr genossen und hast Ja. dich auf was gefreut. Und jetzt gibt es so viel und du musst immer versuchen, schnell durchzurushen, weil das nächste schon wieder ansteht. Das ist total schade, Das ist mega schade. dass man da Ich so habe das halt auch jetzt mit gedrängt Son of wird. the Forest gemerkt. Letztes Ja. Jahr im März kam das Early Access raus. Alle haben sich draufgestürzt und haben auch wieder versucht, durchzurushen. Und jetzt erst wurde es released. Und also ich würde sagen, mindestens die Hälfte der Spieler haben es nicht mehr angerührt. Ist Ja, halt mega das ist halt schade. schade. Ich wollte es halt auch Ja. nochmal spielen, aber wir schaffen es halt. Wir haben das mit der Spielegruppe jetzt gerade so ein bisschen aufgegeben, weil die Freitagabende schaffen wir nicht immer. Das haben wir jetzt gemerkt und deswegen, das macht momentan keinen Sinn. Und in der Ja. Woche spielen wir halt Sachen, wo du halt 2 Stunden spielen kannst, ohne dass du dann denkst, du hast nichts geschafft. Ja, aber das ist auch, wir haben das auch selber gemerkt. Wir haben ja immer mal wieder einmal im Jahr so eine Spielegruppe, wo man auch mal was aufnimmt, einmal in der Woche und auch mal einfach nicht ein Spiel live streamt, sondern einfach Ja. also so ein Let's Play draus macht. Aber einmal in der Woche nur spielen, ich merke das auch immer montags, wenn ich mit dem Frank spiele, einmal in der Woche ein Spiel anzurühren und dann nur für 3, 4 Stunden, es ist schon, du kommst nicht wirklich voran, ne? Ja, das stimmt. Ja. Vollkommen. Das ist halt unheimlich schwer, da weiterzukommen. Ich sehe gerade, Renfield ist auch bei WoW mit drin. Kannst du auch da gucken. Der, wo ich eben Super. gesagt habe. Ja. Der ist auf jeden Fall auch gut. Ja, das ist schon schwierig alles. Wir müssen deine Liste Ja. weiter abarbeiten, glaube Ui, warte, steht da noch was drauf? A Star is Born habe ich auch gesehen. Oh, hast du den vorher noch nicht gesehen? Nein. Ah, der ist richtig gut. Der ist richtig gut. Ja. Wie Ja. heißt denn der andere? Es gibt noch so einen guten. Und Ja. zwar mit Mark Ruffalo, mit dem Hulk. Warte mal. Oh, okay. Song saved. Irgendwie ist Song saved my life. Irgendwie sowas in der Art war das. When is Song saved my life? Warte mal. Krass, bei dem könnte ich mir sowas gar nicht Ja, der vorstellen. ist auch nicht der, der singt, aber der ist der, der die Ach so, Sängerin quasi okay. unterstützt. Ja. Das hier. Begin Again heißt der. Warum heißt der denn eigentlich Begin Again unter dem Deutschen, wenn a Song saved my life? So ein Blödsinn. Also, When a Song Saved My Life heißt der im Deutschen, wer weiß der Geier warum. Und Begin Again im Englischen. Das ist mit Mark Ruffalo und Keira Knightley. Keira Knightley ist quasi die Musikerin. Und Mark Ruffalo ist der, der sie so unterstützt. Ein Musical-Comedy-Drama wird es beschrieben. Ja. Ja, Kann ich der dir auch wird halt empfehlen. dann, du bist dann teilweise ein bisschen irritiert, dass er auch mal anfängt zu singen. Wobei ich ja Ja. Musicalfilme mag, ich bin da ja durchaus für zu haben. Ja, aber bei A Star is Born war das so, dass das war irgendwie nie kein typisches, wo es auf einmal anfängt zu singen, ne? Und Ja, ich habe mir klar. auch den Film selbst ganz anders vorgestellt. Und war dann wirklich baff, wo der vorbei war und wie der ausgegangen ist. Ich habe den ja ewig mit mir rumgetragen und ja, irgendwann werde ich den schon gucken. Und wie gesagt, ganz anders vorgestellt. Auf einmal so, das ist der Film, krass.
Ja, schon witzig. Wenn es mal für Filme manchmal dann verpasst hat über die ganze Zeit, ne? Ja, auch jetzt zum Beispiel der neue Mission Impossible, den habe ich auch noch nicht gesehen, weil die den ja auch gesplittet haben Richtig. und den Wir haben habe den ich auch auch noch noch nicht nicht geguckt. gesehen. Da habe ich auch Ja. gesagt, da warten wir jetzt, bis der zweite kommt, dann gucken wir beide. Ja, genau. Was soll das? Man muss sich ja nicht mal stressen. Gibt ja Nee. genug. Reden wir ja Ajo. gerade über, was es alles gibt, ne? Ja. Ja, aber so Musikfilme, also jetzt nicht zwingend Musiker, aber Musikfilme generell, finde ich immer schön. Mag ich gerne. Kann ich gut weggucken. Ja. So, dann gucken wir mal, gibt es noch mehr auf deiner Liste? aktuell gucke ich die Serie iZombie. Oh ja, die ist richtig gut. Die habe Kennst ich auch du? geguckt. Ja. Ich Ja. finde die so lustig. Mhm. Ich finde die so toll, weil mal was ganz anderes, weißt du, so Zombies sind normalerweise immer die Mörder, die Brutalen und die wollen uns essen. Und da ist es einfach, ups, ich wurde gebissen. Oh nein, ich habe Hunger auf Hirn. Ja, okay, was mache ich denn jetzt? Ich muss irgendwie an Hirn kommen, ne? Und sie ist oder angehende Ärztin oder Chirurgin und wurde aus Versehen gekratzt und ja, und dann muss sie umlernen quasi und ist dann bei der Gerichtsmedizin, weil sie so näher an Hirn kommt. Und die Serie hat so viel Witz Ja. und ist so lustig und charmant und alles. Und es macht einfach sehr viel Spaß, die zu gucken. Ich mag auch Ja. diese Comic-Skizze, die zwischendurch mal Ja, machen. ich auch, Die ist ja. total gut gemacht. Ja. Ja, die ist auch wirklich gut. Ja, ist halt auch wirklich mal. Wie ist beides mal was anderes? Das ist nicht die typische Zombie-Serie, sondern mal ganz anders. Ja. Und es gibt auch so eine Serie, die ist zwar mehr typisch, aber total bekloppt. Und zwar Z Nation. Hast du die schon gesehen? Nee, habe ich noch nicht. Die ist komplett drüber. Das ist halt so eine, ich weiß gar nicht, ist das A24? Ich glaube schon. Und die ist halt, die ist komplett verstrahlt, die Serie, aber irgendwie trotzdem lustig. Aber das ist Und nicht besonders. die Zombie-Serie, wo da dieses Zombie-Baby am Anfang der ersten Folge Doch, ist. leider ja. Die ist Doch, ein, nein, weil ich habe die gesehen. Ich so, nein, die oder? wird, die ist total drüber. Die ist also vollkommen drüber, die ist total bekloppt. Okay, Aber wenn man mal okay. was richtig Beklopptes sehen will, kann man die Ja, gucken. 2014 bis okay. 2018 gelaufen. Also die ist, weil da ist auch der eine Zombie ist blau, dann haben die zwischendurch, du hast ja von Sharknado wahrscheinlich gehört, vielleicht auch schon gesehen. Und es gibt da einen Zombie-Tornado, wo die Zombies durch die Gegend geschmissen werden. Das ist so bekloppt, diese Serie, aber die ist halt, um mal geistig abzuschalten, ist die ideal. Okay. Muss man dazu sagen. Ja, geil. Also ich finde sowieso alles, was mit Zombies ist, finde ich super. Totaler Dann Zombie-Fan. hast du auf Netflix, ich war es glaube ich Netflix gesehen, All of Us Are Dead. Das ist so eine asiatische Zombie-Serie in der Schule. Nee, die kenne ich nicht. Guckst du dir mal an, die ist nämlich richtig gut. Die haben nämlich an ganz viel gedacht. Die haben nämlich da diese ganzen Survival-Sachen drin. Wo kriegen wir Essen her? Wie werden wir unsere Notdurft auch los? Wie verbarrikadieren wir uns und alles? Das ist damit drin. Oh, dann habe ich davon schon mal gehört. Ich habe es auf meiner Liste stehen, aber ich habe es noch nicht geguckt. Ja, dann sag mir das was, ja. Also sind nur 13 Folgen, die gehen allerdings jeweils so eine Stunde. Okay. Serie von Krieg der Welten wird ja gerade empfohlen. Da gab es ja zwei verschiedene, ne? Eine fand ich nicht so gut, die andere soll besser gewesen sein. Aber Krieg der Welten ist generell ein spannendes Thema. Da kommt ja auch noch ein Spiel, habe ich gesehen. Okay. Bin mal gespannt, wie das wird. So, da haben wir gerade Eizombie gehabt, also ein bisschen Zombie-Serien. Hast du noch was auf deiner Liste? Gut, dann habe ich, wie gesagt, Supernatural fertig geguckt. Ich habe LOL auch geguckt, die Weihnachts-LOL-Serie und dann auch das neue LOL. Und im Moment gucke ich ein bisschen Trash halt auch, ne? Trash-TV. Ist auch Bin okay. ich mal Was wieder guckst du denn da? am Start. Oh Gott. Das Forsthaus Falkensau oder wie das heißt. Nee, Rampensau. Oh Gott, Manchmal, das ist so Kostaus komisch. Falkenau war das Ursprüngliche. Ja, genau. Deswegen komme ich immer so durcheinander. Ja, Kostaus oder ja, Rampensau, so auch andere, schön. so verschiedene andere Formate auf RTL und Join und wie sie alle heißen. Das ist aber auch so was Typisches, so einfach mal abzuschalten. Ja, das glaube ich. So, weißt du? Ja. Alles am Schier war auch nicht schlecht. Ja, das stimmt. Das war schon ein bisschen länger her. Wir haben letztes Jahr irgendwann,
Too Hot to Handle geguckt auf, ich glaube Netflix oder wo das war. Wurde mir auch schon empfohlen, ja. Oh, das ist auch absoluter, also es ist wirklich auch Trash, aber das war halt auch eine Zeit, wo wir gedacht haben, wir brauchen jetzt irgendwas, wo du überhaupt nicht nachdenken musst und das hast du da auf jeden Fall. Genau, ja. Ja, Trash-TV kann man auch mal machen, warum nicht? Wie gesagt, das ist bei uns halt diese Pseudo-Dokumentation mit Fang des Lebens und Naked Survivor und diesen ganzen, das ist ja auch kompletter Stuss, aber es ist halt schön, um mal abzuschalten. Ja. Ich habe früher total gerne hier diese Pfandhaus-Serien geguckt. Dieses amerikanische Pfandhaus da in Las Vegas oder wo das ist. Okay. Ja, Pornstars, Pornshop, also nicht Porn, sondern Porn. P-A-B-N. Ja, ich weiß schon. Das war auch irgendwie witzig, total durchgedreht. Oder diese, wo die Lager verkaufen, Lager versteigern, Storage Wars. Ist auch total bescheuert, habe ich ja auch gerne geguckt. Das ist halt so. Das kam aber früher viel im Fernsehen bei uns, aber jetzt nicht mehr so, ne? Ja, viel auf DSF lief das früher. Ja, auch, ja. Jetzt ist wirklich viel Reality und naja. Oh, Jens bringt deine Lieblingsserie rein, Schwarzwaldklinik. Was, Schwarzwaldklinik? Ach du Heiliger. Ja, ich glaube, vielleicht habe ich den mal in meiner Kindheit geschaut, ja. Aber die Rosenheim-Cops bin ich totaler Fan von. Oh, okay. Ich finde das so toll. Ich liebe ja die Landschaft, ne? Ja. Und dann so dieser trockene bayerische Humor. So, das glaube ich. Es liegt eine Leiche. Ich finde das so gut. Ich habe früher immer das Schloss am Wörthersee geguckt, weil ich Roy Black irgendwie toll fand. Oh, und die Uschi Glas. Uschi Glas, genau. Alarm für Cobra 11 ging auch immer. Ja, da musst du nur ein Steinchen reinwerfen, alles ist explodiert bei Alarm für Cobra 11. Das ist auch so eine Serie. Ja, stimmt, das haben wir auch immer geguckt, Stimmt, so Sachen von früher, ey. Ja, und Wetten, das ist vorbei, ne? Ja, ich hoffe auf einen neuen Moderator. Ich hoffe, dass sie es einfach sein lassen, sich mal was Neues einfallen lassen. Ja, also ich glaube auch, der neue Moderator würde es definitiv auch anders machen, aber ich fand das immer toll mit den Wetten. Ich fand das immer toll, auch mal einfach Stars auf der Couch und das mit den, also es war schon eine besondere Sendung und man hat sich schon irgendwie immer drauf gefreut. Ich finde es so schade, dass es das jetzt nicht mehr gibt. Ja, gut, das stimmt. Aber ich glaube, Stefan Raab hat mit seinen Formaten den so ein bisschen den Markt abgelaufen, weil der so vieles gemacht hat, was die Leute mehr interessiert hat. Ja. Ja, der Stefan Raab weiß einfach, was die Leute wollen. Auch jetzt das neue Format mit dem American Football auf Eis, was da jetzt war vor ein paar Tagen. Also habe ich gar nicht mitgekriegt. NFL-Finale, ja, das war so lustig mit deutschen, da waren Comedians dabei, da waren Reality-Stars dabei und so weiter. Und die waren aber, ich glaube, in der... Wie hieß die Arena? In Mannheim, ne? In der Arena oder irgendwie so war das. Und wo die normalerweise Schlittschuh laufen. Und dann haben die da American Football drauf gespielt. Ja, und das war halt mega rutschig. Und dann musste halt, ne, die haben halt versucht, da irgendwie American Football auf der Eisfläche zu spielen. Das war aber mega gut, weil der hat mir nochmal mir richtig die Regeln erklärt. Ich habe ja das vorher, hat man mir auch nie die Regeln erklärt. Ich habe mir gesagt, okay, wie funktioniert denn das? Und seitdem, das war so lustig, weil das direkt vor dem Finale war. Und dann hat man mir da das nochmal erklärt und ich habe das ja da nochmal, das war ja auch dann einfach alles ein bisschen langsamer und ne, war halt einfach rutschig. Und dann hat man immer genau erklärt, okay, jetzt passiert das oder das. Und danach kam das NFL-Finale und ich habe in dem Moment endlich gerafft, was die da machen. Und ich war voll im Fieber und ich so, oh mein Gott. Ja, ist doch schön. Hab da voll mitgefiebert. Und das war auch wieder, das ist typisch Stefan Raab. Irgendwie, der weiß Bescheid, was die Leute wollen und was gerade. Der hat eine gewisse Genialität an sich, der Kerl. Ja. Auch wenn der mit wirklich Schrott angefangen hat, hat er eine gewisse Genialität an sich. Ja. Ja, das ist, ich sag, der ist einfach ein Multitalent. Ja. Meiner Meinung nach. Ja. Total. Und der hat sein Geld, glaube ich, gemacht. Ja. Aber auch, glaube ich, ruhelos. Ich glaube, der ist zwar jetzt im Hintergrund, aber der hat noch viel die Fäden in der Hand. Ja, ich glaube. Und auch arbeitet trotzdem noch viel und ich macht auch und tut. Ja. Der wird auch nie ganz rausgehen. Ja. Hast du sonst noch was auf deiner Liste?
Ich muss mal überlegen, ob ich in letzter Zeit jetzt noch mal was gesehen habe, weil das war jetzt so alles, was ich im Dezember und Januar gesehen habe. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich, ja, diesen Monat kam ich nicht ganz dazu, irgendwie was zu gucken. Außer eben dieses Five Nights at Freddy's haben wir gesehen. Oder Aquaman 2, das haben wir jetzt noch den Monat gesehen. Ich kam diesen Monat nicht so viel zum Fernsehen Ja, ist auch gucken. nicht schlimm. Außer eben Fernsehen und ein bisschen Trash. Habe Nö. sonst aber auch noch was für dich. Ich habe nämlich, ich habe Himmel und Hölle aus der Science-Fiction-Welt geguckt. Das heißt, ich habe einmal geguckt The Creator auf Disney Plus. Kenne ich nicht. The Creator ist, ich glaube, in den letzten Jahren einer der besten Science-Fiction-Filme, den ich gesehen habe. Denn der versteht endlich jeder, was Science Fiction ist. Denn Science Fiction war ja früher immer, dass wir uns aktuelle Technologien anschauen und das Ganze dann überspitzen oder halt die Gefahren davon darstellen. Und das macht The Creator. The Creator beschäftigt sich ganz stark mit dem Thema KI und Robotik. Das heißt, was kann KI bewirken? Wie können Roboter helfen oder zur Gefahr werden? Und das wird dann halt überspielt, wird überspitzt mit auch so einer Art Militärregime, was dazu kommt, mit Klassen, die da betrachtet werden und auch mit Auswirkungen von Kriegen, was richtig gut ist, was richtig Spaß macht. Und den kann ich ganz klar empfehlen. Also The Creator macht richtig Spaß. Okay. Und dann habe ich Rebel Moon geguckt. Rebel Moon Das sagt mir auch nichts. ist, glaube ich, auf Netflix, hat Zack Snyder für Netflix adaptiert, ist eigentlich eine Buchgeschichte und hat wieder gezeigt, dass Zack Snyder bei Filmen niemals Regie führen darf und gleichzeitig Drehbuch schreiben darf, weil dann geht Oh es in die nein. Hose. Weil das hat Oh. der hat auch Army of the Dead zum Beispiel gemacht, das war ja storymäßig auch übersichtlich. Und Rebel Moon läuft von einer kruden Geschichte über zweitklassige Effekte, über komplett austauschbare Figuren, wo du nach 5 Minuten schon nicht mehr weißt, wer jetzt wer ist und warum wer da ist. Oh nein. Das ist also wirklich, wirklich mit das Mieseste, was ich gesehen habe. Und ich bin froh, dass der auf Netflix lief und nicht im Kino und ich dafür Geld bezahlt habe. Mehr als ich je fürs Abo zahle. Also das war wirklich ganz gruselig, was wir da gesehen haben. Also, aber The Creator, klare Empfehlung und eine Empfehlung ist bei mir auch ein ganz alter Rewatch. Wir haben nämlich Bones nochmal geguckt, komplett. Oh, den habe ich noch nicht gesehen. Die Serie Bones, kennst du die nicht? Nein. Aber Solltest du? ich liebe ihn ja, weil er ist Ja, ja der Angel. Mr. Buffy, ne? Ja, genau. Klar. Ja. Eine tolle Krimiserie. Und die Serie hat eine ganz große Stärke und das ist Charakterentwicklung. Denn die Serie entwickelt alle Figuren weiter. Und das nicht nach diesem typischen, der Gute ist immer gut, der Böse ist immer böse, sondern die zeigt auch immer auf, welche Schwächen haben die Leute, wo fallen die mal ein Loch. Der eine wird zum Beispiel querschnittsgelähmt, gelebt, wie geht er damit um, wie kommt er da wieder raus. All sowas wird da erzählt und richtig gut erzählt. Und dazu die Mischung aus so einem Case of the Week, also immer ein neuer Fall, den die lösen müssen, und einer durchgehenden Story, die immer wieder eingespielt wird, plus einem tollen Happy End. Eine runde Serie, richtig gut. Ah, läuft gerade als Marathon bei Sky, siehst du mal. Kann man gucken. Gibt es aber auch bei Disney im Abo. Ja, auch Komplett. Disney habe ich leider noch nicht. Ja, dann, wenn du das mal holst, kannst du da, ich glaube, 9 Staffeln sind es, kannst du da gucken. Okay, sehr gut. Ja, ich bin ja auch gerade noch dabei. Ich habe auf Paramount Plus die neue Serie mit der Sarah Michelle Gellar geguckt. Wolf, irgendwas, ne? Wolf Creek oder so. Wolf, irgendwas mit Wolf, ja. Ich fand die ja nicht schlecht, aber es wird leider keine weitere Staffel geben, habe ich jetzt gelesen. Ja, schade, ne? Die war okay, finde ich. Nee, Ja. Wolf Creek war es nicht, das war ein Film. Wie hieß die denn Ich will jetzt? immer sagen Teen Wolf, aber das war wieder was Ist auch was anderes. anderes, genau, ja. Wie hieß die denn? Wolfpack, Wolfpack war Wolfpack. es, okay, Ja, genau. Und ich fand die gut. Ich fand auch die Schauspieler gut und ich fand das alles toll, Ja, die aber Idee war gut. ja, leider kein Andrang gewesen auf die Serie. Ich glaube, dass diese Werwolfzeit rum ist. Das kann Die auch Erzählung. sein. Ja, Das das ist kann auch sein. irgendwann ist da der Zenit erreicht. Wir hatten das in der Science-Fiction-Zeit auch, hier die Serie Serenity. Super, super Serie. Oder hieß die Serenity? Oder ist der Film Serenity und die Serie anders? Ich guck mal ganz kurz, nicht, dass ich jetzt falsch erzähle. Auf jeden Fall gibt es zu dem Film Serenity eine Serie.
Also echt? Bones läuft auch gerade als Marathon bei Sky. 12 Staffeln sogar, guck mal. Ach du Heiliger. Ja, ja. Also ich habe jetzt fast ein Jahr gebraucht, um, ich glaube, 14 Staffeln Supernatural zu gucken. ich glaube, ich schaffe das nicht, nochmal 12 Staffeln zu gucken. Ja, kriegst du hin. Firefly heißt die Serie, mit Nathan Fillion auch. Und die war richtig gut, aber die kam zur falschen Zeit. Da war der Science-Fiction-Flug quasi schon wieder auf dem Abwärtsweg. Und deswegen hat sie es nicht über eine Staffel hinaus geschafft. Mm. Weil wenn du den Zeitpunkt verpasst, dann bist du halt der Geschlagene, der nicht mehr in den Markt reinkommt. Und das ist da leider auch passiert. Mhm. Mm, schade, ja. Ja, aber wie gesagt, die Wolfpack, die war auch nicht schlecht. Die hatte so ein paar Schwächen, aber die war von der Idee her, fand ich die gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, nach der zweiten Folge wusste ich schon, was am Ende rauskommt. Das war halt schon ein bisschen vorhersehbar. Echt? Ja, ja. Nee, das, ich war noch ein bisschen länger hingerissen, so was da passiert und wer, wie die zueinander stehen und so. Ja. Ich glaube, ich analysiere einfach mittlerweile zu schnell irgendwelche Geschichten, dass es relativ schnell klar ist. Aber mich stört das auch nicht, solange die das gut erzählen. Genau. Ist mir vollkommen egal, ob ich das vorher schon weiß. Bin ich voll fein mit. Mhm. Ja, die war nicht schlecht, das stimmt. Ich gucke jetzt auch gerade nochmal durch, was wir so geschaut haben in letzter Zeit noch. Weil ich habe jetzt gar nicht so viel vermerkt, außer meinen traurigen Sachen hier, die mich so gestört haben. Ja. Aber irgendwo konnte man doch sehen, was man zuletzt geguckt hat bei Netflix und Co. Ja, ich glaube, das kann man machen. Habe ich aber noch nicht benutzt. Ich vergesse es auch immer wieder. Das hat mir jetzt schon mal jemand gesagt. Ich habe es schon wieder vergessen, wo das war. Ja. Nein. Ich liebe das aber auch, die Übersicht bei Netflix. Wenn du dann siehst, was so gerade so die Top 10 Filme und Serien sind. Ich finde das immer toll. Weil dann, du kriegst ja dann auch mit, was jetzt ganz neu rauskommt oder was, wo die Leute jetzt drauf stehen. Das finde ich immer total spannend. Und dann guckst du dir endlich auch mal ganz spontan mal auch irgendeinen Film an. Weil oft ist es so, du hast irgendwie Bock auf, ich sag jetzt mal, irgendwie so ähnlich wie irgendwie Superheldenfilm oder sonst irgendwie was, aber du weißt nicht wirklich was. Und dann suchst du dich dumm und dämlich und wo gibt's den oder du hast schon eine Vorstellung, musst du trotzdem suchen. Aber dann einfach mal so eine schöne Übersicht, was guckt denn jetzt gerade Deutschland? Mhm. Und dann so, oh, weißt du was, den gucke ich mir jetzt auch an. Ja, das stimmt, das ist auch gut. Wir haben Lost in Space, die Serie, noch geguckt, die dritte Staffel. Mhm. Ich weiß nicht, also die Serie, die hat für mich gut angefangen, aber auch stark nachgelassen. Okay. Ich weiß, ich habe nicht hundertprozentig überzeugt. Dann haben wir Masters of the Universe Revolution geguckt, die neue. Mhm. Ja, ich fand die Revelations davor besser. Die war auch nett, aber irgendwie haben die sich, weil die nur 5 Folgen gemacht haben, haben die sich da so durchgehetzt. Es war so gehetzt alles. Ja, das passiert meistens dann, ja. Ja, das mag ich nicht. Dann sollen sie es halt lassen. Wenn sie eh keine Zeit geben, dann sollen sie es lassen. Das bringt ja nichts. Mhm. Mhm. Aber an sich finde ich die halt vom Grafikstil schön. Ich mag ja He-Man aus der Kindheit eh total gerne. Aber irgendwie haben sie es da halt nicht so gut gemacht, leider. Mhm. Ja, aber ansonsten haben wir auch gar nicht so viel geschaut. Fällt mir auch gerade auf. Wir haben halt öfter mal Streams geguckt oder halt selbst was gespielt. Oder ich habe halt einfach auf der Couch geschlafen, meine Frau hat was geguckt. Und da weiß ich leider nicht was. Kann ich auch nicht drüber reden. Keine Ahnung. Das ist halt echt so. Ja. Manchmal alles ein bisschen schwierig. Ja, da haben wir aber schon ganz, ganz viel. Wir haben jetzt schon über eine Stunde über Film und Serien gesprochen. Ja. Dann würde ich jetzt mal mit den Spielen anfangen. Ach du Heiliger. Ja, und deswegen machen wir jetzt einfach hier mal einen Cut mit den Filmen und den Serien für diesen Podcast. Und die Spiele hört ihr dann beim nächsten. Sehr gut. So und dir erstmal für den Podcast jetzt schon mal vielen Dank. The Nerd Podcast.